Brüssel, die Europäische Kommission. Hier soll es bald einen speziellen Leseraum geben. Zutritt haben nur ein paar Dutzend Menschen. Kein Stift, kein Papier, kein Handy. Was im Raum liegt, soll geheim bleiben. Die Verhandlungspapiere über das größte Handelsabkommen des 21. Jahrhunderts. Wir alle werden davon betroffen sein. Aber was kommt, soll keiner wissen. Wir sind unterwegs in Brüssel. Warum macht man um das Abkommen mit dem Kürzel TTIP so ein Geheimnis? Ist nicht mehr Handel gut für uns alle? TTIP soll zwei der größten Wirtschaftsräume der Erde verbinden. Die EU und die USA wollen alles aus dem Weg räumen, was für den Handel hinderlich ist. Die Verhandlungen sind in die Kritik geraten. Es gibt großes Misstrauen, denn was genau verhandelt wird, weiß immer noch keiner. Noch nicht einmal die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Es geht hier um ein Abkommen, was wirklich fundamentalen Einfluss haben wird auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger, auf unseren ganz alltäglichen Umgang mit dem, was wir essen, mit Nahrungsmitteln, mit Verbraucherschutz, mit Umweltschutz, mit sogar der Demokratie. Und dafür gibt es keine Transparenz. Bürgerinnen und Bürger wissen nichts über dieses Abkommen. Selbst für Abgeordnete ist es fast unmöglich, Zugang zu Dokumenten zu bekommen. Ich finde es skandalös. Also wenn man so ein umfassendes Abkommen vor der Flinte hat, wo ja ganz viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens mit beeinträchtigt oder auch befördert, je nachdem, werden können, dann muss das transparent sein, dann müssen alle fundamentalen Dokumente veröffentlicht werden. Welche Folgen aber hat es, wenn niemand die Details kennt? Niemand zum Beispiel kann die Menschen direkt fragen, die das Abkommen aushandeln. Denn sogar der Ort, an dem sie sich treffen, ist geheim. Wir bekommen einen telefonischen Hinweis, aber auch der ist nur vage. Wir sollten es mal im Brüsseler Stadtteil XL versuchen. Weit ab vom Europaviertel gibt es eigentlich nur dieses Konferenzzentrum, das groß genug für solche Verhandlungen wäre. Wir warten. Wir sind das einzige Kamerateam. Es gibt keinerlei Sicherheitskräfte. Haben wir uns geirrt? 8.15 Uhr, ein kleines Grüppchen Anzugträger. Sind das die Unterhändler, die das Jahrhundertabkommen aushandeln? Sorry, wir suchen den Ort, wo die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen stattfinden. Sind die heute hier? Nehmen Sie an den EU-US-Verhandlungen teil? Sorry, kein Kommentar. Guten Morgen, eine Frage. Nehmen Sie an den Verhandlungen teil? Sorry, ich rede nicht mit den Medien. Warum nicht? Kann einfach nicht. Warum die Geheimniskrämerei? Reden Sie mit der EU. Guten Morgen, nehmen Sie an den US-EU-Verhandlungen teil? Ja. Ja? Warum so geheimnisvoll? Sorry, wir sind zu spät. Es gibt kein Geheimnis. Aber niemand hat uns gesagt. Ich habe es Ihnen gerade gesagt. Das alles macht misstrauisch. Wir recherchieren weiter. Das Wichtigste wären Papiere, etwas Handfestes, um zu wissen, worüber wird überhaupt gesprochen? Wir rufen Experten an, Insider. Sie bringen uns auf die Spur eines Beamten, der uns tatsächlich geheime Papiere verspricht. Ein erster Schritt. Wir sind gespannt. Am nächsten Tag haben wir zum ersten Mal wirkliche Verhandlungspapiere in der Hand. Alle sind nicht nur gekennzeichnet, sondern auch mit absichtlichen Rechtschreibfehlern versehen, damit mögliche Informanten auffliegen. Besonders aber interessiert uns ein geheimes Papier der chemischen Industrie. Eine Liste, was sie sich vom Freihandelsabkommen wünscht. Das Ziel sei, so steht es im Papier, dass die USA und die EU ihre Zulassungsstandards von chemischen Stoffen gegenseitig anerkennen.
Das ist deswegen erstaunlich, weil die Zulassung von Stoffen völlig unterschiedlich geregelt ist. In der EU muss die Industrie mit umfangreichen Tests nachweisen, dass ein Stoff ungefährlich ist, bevor er auf den Markt darf. In den USA darf der Stoff nach wenigen Tests in den Handel. Im Zweifelsfall müssen die Behörden nachweisen, dass er gefährlich ist. Solange das nicht passiert, bleibt er in der Regel auf dem Markt. Was kommt da auf uns zu, wenn in Europa viele gefährliche Stoffe in den Handel kommen könnten, nur weil sie in den USA zugelassen sind? Wir wollen wissen, welche Folgen das laschere Zulassungsverfahren in den USA hat. Und stoßen auf einen aufsehenerregenden Chemieskandal in den Zeitungen. Es geht um den Stoff NPB. In der EU darf er nicht in den Handel. In den USA gibt es Opfer. Wir fahren nach North Carolina. In einem umgebauten Trailer wohnt Sherry Farley. Hi, Sherry. Nice of you to meet us. Stefan. Sherrys Leben hat vor 3 Jahren eine dramatische Wende genommen. $15.000 Schadensersatz hat sie für ein verpfuschtes Leben bekommen. Die 46-Jährige kann nur mehr mit Stock und unter Schmerzen laufen. Sie hat ständig Kopfschmerzen und Probleme, ihre Bewegungen zu koordinieren. Sherry arbeitete in einer Möbelfabrik. Sie klebte Polster zusammen mit einem Kleber, der NPB enthält. Einem Stoff, der in Europa nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Er gilt als höchst besorgniserregend. Das ist dieser Kleber. Ich habe förmlich in diesem Kleber gearbeitet. I hadn't had the opportunity to go. It's not fun, that's the truth. Mein Leben ist kein Spaß. So sieht es aus. What would you say? Sollten solche Stoffe nicht verboten werden? Natürlich. Wenn du Nieren- und Gehirnschäden davon bekommst und du daran sogar sterben kannst. Ganz klar. Ich verstehe es einfach nicht. Das bin ja nicht nur ich. Haufenweise Menschen haben solche Probleme bekommen. Warum schaffen wir das Zeug nicht einfach ab? Wegen des Profits. Die Fabrik, in der Sherry gearbeitet hat. Die Firma hat Schadensersatz bezahlt, ein Vergleich. Der Kleber aber wird bis heute in den USA weiterverwendet. NPB ist bis heute zugelassen. Können wir wirklich wollen, dass diese US-Standards auch bei uns anerkannt werden? Und wie ernst ist es der Chemielobby mit ihrem Ziel? Wir sind in Washington. Nirgendwo gibt es angeblich mehr Lobbybüros als hier. Die amerikanische Chemieindustrie begegnet uns mit Argwohn. Die Mitarbeiter filmen uns bei unserer Arbeit. Okay, all right. Hello. I'm great. Nice meeting you. I'm Stefan. Nice to meet you, Stefan. Gegenseitige Anerkennung von Zulassungsverfahren? Da hätten wir wohl etwas missverstanden, sagt der Cheflobbyist. We'll see. Was würde das für Sie heißen, gegenseitige Anerkennung? Ich will hier ganz klar sagen, dass wir keine gegenseitige Anerkennung von Standards wollen. Unser Vorschlag, den Sie augenscheinlich haben, bezieht sich nur auf neue chemische Stoffe. Wir haben die Regierung gebeten, das zu untersuchen. Ich habe hier noch ein Papier von Procter & Gamble, eines ihrer größten Unternehmen. Die haben auch gefordert, die Herstellung und Verbreitung von Chemikalien zuzulassen, die im jeweils anderen Kontinent erlaubt sind. Wenn Sie sich das ansehen wollen, ich habe das Papier hier. Ich kenne das Papier, danke. Dann lese ich Ihnen jetzt ein Zitat von Dow Chemical vor, die gehören ja auch zu Ihnen. Es sollte in Europa eine Anerkennung von US-Standards geben. Also alle Papiere sagen, sie wollen die gegenseitige Anerkennung.
Die Regierungen haben am Anfang gesagt, das wird ein ehrgeiziges Projekt. Also sind auch unsere Forderungen sehr ehrgeizig. So müssen Sie das lesen. Das heißt, Sie meinen das gar nicht so? Nein, wir meinen, was wir sagen. Wir sind ehrgeizig. Zu Deutsch, Sie wollen die gegenseitige Anerkennung von Standards. Das ist ein ehrgeiziger Vorschlag. Wir sagen den Regierungen, seht, das wäre unser größter Wunsch. Also doch. Aber können die Lobbyisten ihre Wünsche auch durchsetzen? Die EU sagt in einem offiziellen Positionspapier eher nein. Die Standards lägen zu weit auseinander. Aber ein geheimes Verhandlungspapier zeigt, wo die Lücke geschaffen werden könnte. Es geht um den Rat für Risikobewertung der EU. Er empfiehlt die Zulassung chemischer Stoffe. Hier sitzen bislang nur Wissenschaftler. Und ausgerechnet hier sollen in Zukunft Interessensvertreter mitdiskutieren können. Der Vorschlag wurde von den Lobbyisten übernommen. Interessensvertreter können an den Diskussionen des Rates für Risikobewertung, RAC, teilnehmen. Ausgerechnet der Rat für Risikobewertung, der bei der Zulassung von Chemikalien eine wichtige Rolle spielt, soll nun für Lobbyisten geöffnet werden? Im Parlament, wo man jahrelang um die strenge europäische Chemieverordnung gerungen hat, ist man empört, als wir unsere Papiere zeigen. Es geht um eine wissenschaftliche Bewertung darüber, was schädlich ist und was nicht. Und da können wir keine wirtschaftlichen Interessen drin erlauben. Und deswegen kann ich nicht zulassen, dass es eine Öffnung des Wissenschaftlichen Rates gibt. Den haben wir als Grüne hart erkämpft und durchgesetzt, weil wir eben genau wollten, dass die Lobbyinteressen draußen sind, dass es endlich mal nicht um wirtschaftliche Interessen geht, sondern nur um gesundheitliche Interessen. Wessen Rat hat die EU-Kommission eigentlich im Verlauf der Verhandlungen eingeholt? Wir besorgen uns eine Statistik. Von 130 Treffen waren 119 Gespräche mit der Industrie. Die Bürger fühlen sich übergangen. Auf einer Großdemonstration gegen TTIP erfahren wir, ein Bürgerentscheid in Europa soll jetzt das Abkommen vollständig stoppen. Hier äußern die Menschen ihre Angst. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Geheimverhandlungen sind nicht demokratisch, nein. Für die Bürgerinnen und Bürger steht enorm viel auf dem Spiel. Sie müssen wissen, was da auf den Tisch gelegt wird. Sie müssen informiert werden und sie müssen mitentscheiden dürfen. Geheimverhandlungen? Sieht die Industrie das auch so? Wir haben Gelegenheit, sie selbst zu fragen. Auf einer Konferenz zum Freihandelsabkommen haben sich alle versammelt, die Interesse an TTIP haben. Von welcher Organisation sind Sie? Ich bin von der europäischen Chemieindustrie. Sind Sie mit dem Verlauf der Verhandlungen zufrieden? Der Verlauf sieht gut aus, ja. Wenn ich mir die Geheimpapiere ansehe, die ich so kenne, können Sie sehr zufrieden sein. Mehr oder weniger ja. Die Verhandlungen sind noch nicht zu Ende. Wir werden am Schluss sehen, ob wir einen guten Deal bekommen. Haben Sie etwas daran auszusetzen, wie die Kommission das alles handelt? Überhaupt nicht. Haben Sie genügend Kontakt mit den Leuten in der Kommission, die die Verhandlungen führen? Das ist ein sehr offener Prozess. Nein, wir haben keine Beschwerden. Fühlen Sie sich von der Europäischen Kommission gut genug informiert? Ja, wirklich. Hat Ihre Organisation genügend Kontakt mit der Kommission, um sicherzustellen, dass die Verhandlungen in die richtige Richtung laufen? Ja, und das gilt für beide Seiten. Auch die Unterhändler sind sehr offen unseren Vorschlägen gegenüber. Wir haben regen Meinungsaustausch. Gibt es genügend Kontakt zwischen Ihnen und den Unterhändlern, also den amerikanischen und der europäischen Kommission? Das ist ein ziemlich offener Austausch, ganz allgemein. Die Lobby also ist zufrieden und hat offenbar schon erfolgreich Forderungen in die Verhandlungen eingebracht. Was aber haben wir Bürger eigentlich vom Abkommen? Es gibt eine Studie der EU-Kommission, die beweisen soll, dass das Abkommen tausende neuer Arbeitsplätze bringt, insgesamt 120 Milliarden Euro für Europa. Das klingt gewaltig, aber die Studie sagt auch, dass das Geld auf 10 Jahre verteilt beim Bürger ankommen wird. Das ist wiederum wenig. Wir fragen beim Chefunterhändler der EU. Hello. Thank you very much for having us. Karel de Gucht vertritt eine 500 Millionen Europäer. Offenbar
ein vielbeschäftigter Mann. Okay. Es ist ganz offensichtlich, dass das Wachstum schaffen wird und mehr Einkommen für unsere Bürger. Ich bin ziemlich sicher, dass es Hunderttausende neue Arbeitsplätze bringen wird. Aber Ihre eigene Studie spricht von einem Wachstum von 0,05%. Das ist nicht der große Effekt, von dem Sie sprechen. Lassen Sie uns unterbrechen. Ist das die Studie, die wir bestellt haben? Der Kommissar rechnet noch einmal nach, aber die Studie ist eindeutig. Das sind doch 0,049% hier, oder? Zunächst einmal sollten wir nicht mit Prozenten argumentieren. Sie machen das, Entschuldigung. Ich sage Ihnen, wir werden die meisten Handelshemmnisse in einer Vielzahl von Handelsbereichen abschaffen. Das sage ich. Also kaum wirtschaftliche Effekte für uns alle? Trotzdem will die Kommission das Abkommen um jeden Preis. Hat sie Angst vor einer kritischen Öffentlichkeit? Ist deswegen alles so geheim? Ein Anruf. Mittlerweile haben am anderen Ende der Verhandlungen Menschen Vertrauen zu uns bekommen. Es gibt neue, wieder geheime Verhandlungsdokumente. Was uns elektrisiert, auch über die öffentliche Daseinsvorsorge soll offenbar verhandelt werden. Also über Wasser, Verkehr, sogar über Krankenhäuser. Wir fahren nach Nürnberg, in eine der größten kommunalen Kliniken Deutschlands. Chefarzt Hubert Stein führt uns voller Stolz durchs Klinikum, das sich laut Satzung um die Grundversorgung aller Patienten kümmert, unabhängig von Versicherung oder Einkommen. Er diskutiert hier regelmäßig mit Fachärzten über Patienten mit gleich mehreren Krankheitsbildern. Ihre Behandlung wäre nach wirtschaftlichen Maßstäben eigentlich zu teuer. Privatkliniken scheuen solche Fälle. Nach Umsatzgesichtspunkten sind solche Kranken nicht rentabel. Was ist die Befürchtung, wenn private amerikanische Krankenhausbetreiber auf den deutschen Markt kommen? Ja, es geht um grundsätzliche Einschätzung der Werte. Gesundheit ist keine Ware, die man handeln kann an der Börse oder der man einen Preis geben kann. Gesundheit ist ein Gut und das ist unbezahlbar. Wenn man anfängt, Gesundheit, Krankheit, Behandlungen wie eine Ware zu handeln und in Terminologien wie Umsatzrendite anfängt zu denken, bleibt der Patient auf der Strecke. Beim Deutschen Städtetag sieht man die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen als Gefahr. Sie könnten der Anfang vom Ende der öffentlichen Daseinsvorsorge in Deutschland sein. Es könnte einen Zwang dazu geben, die heute sehr erfolgreich öffentlich-rechtlich geführten Unternehmen einem privaten Wettbewerb oder gar einer Privatisierung zu unterziehen. Und das kann nicht Ziel eines Freihandelsabkommens sein, dass wir uns an die weltweit durchaus in vielen Bereichen schlechteren Standards angleichen, sondern wir müssen unsere guten Qualitätsstandards in der Versorgung behalten. Kann die Bundesregierung das zulassen? Einen Generalangriff auf das System der öffentlichen Daseinsvorsorge? Über das Freihandelsabkommen? Aussprache zu TTIP im Bundestag. Auch hier kennen die Abgeordneten nicht die geheimen Verhandlungspapiere. Selbst der zuständige Minister Gabriel, ein Befürworter des Abkommens, kennt nur Teile. Alle, die hier diskutieren, werden die Verhandlungen kaum beeinflussen können. Sie sitzen nicht am Tisch. Das macht einzig und allein die Europäische Kommission in Brüssel. Der Wirtschaftsminister hat dann eine Überraschung für uns parat. Die Krankenhäuser, der Städtetag, sie machen sich umsonst Sorgen. Gearbeitet wird, das stört mich ganz gewaltig. So. Herr Gabriel, vielen Dank, ja, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe gar keine Zeit. Ja, das wissen wir. Also, die wenige Zeit, die Sie haben. Bitte schön. Aber Sie hören jetzt irgendwann mal auf, weil das geht einem total auf die Nerven. Wenn wir über Daseinsvorsorge reden, die Daseinsvorsorge gar nicht Teil der Verhandlungen sind, sondern sind ausdrücklich nicht Gegenstand des Freihandelsabkommens. Also alle Gesundheitsdienstleistungen,
der öffentliche Nahverkehr, die öffentliche Wasserversorgung. Das alles ist nicht Gegenstand der Verhandlungen. Es ist extra ausgenommen. Wir schauen sicherheitshalber noch einmal in die Papiere, zusammen mit Professor Krajewski. Er erstellt seit Jahren juristische Gutachten über solche Abkommen. Richtig ist, die EU bietet nur bestimmte Bereiche zur Verhandlung an. Es ist von privaten Krankenhäusern die Rede. Aber laut Mandat sind alle Bereiche der Daseinsvorsorge offen für Verhandlungen. Und im Angebot sind sie Punkt für Punkt aufgelistet. Strom, Gas, Dampf, Wasser, der Schienenverkehr und schlussendlich Gesundheitsdienstleistungen, speziell Krankenhäuser. Das alles ist nicht Gegenstand der Verhandlungen. Es ist nationales Recht. Über die Aussage des Ministers ist der Fachmann verwundert. Das Mandat enthält einen Hinweis darauf, dass über alle Dienstleistungssektoren verhandelt werden soll. Es gibt eine ausdrückliche Ausnahme, das ist der Bereich audiovisuelle Dienstleistungen. Die öffentliche Daseinsvorsorge ist nicht ausdrücklich ausgenommen. Das bedeutet, auch über diese Bereiche wird verhandelt. Wir wissen, dass es Angebote gibt und dass in diesen Angeboten Sektoren wie Gesundheit, wie Bildung, wie Verkehrsdienstleistungen, Umweltdienstleistungen, dass die eben damit mit erfasst werden. Das heißt also, über diese Bereiche wird auch verhandelt. Also, Krankenhäuser und alles andere stehen auf der Verhandlungsliste. Aber muss man tatsächlich Angst haben vor den großen US-amerikanischen Anbietern? Wir fliegen nochmal in die USA, um uns das dortige System anzusehen. Nach längerem Überlegen haben wir uns für einen Flug nach Pittsburgh entschieden. Der dortige große Krankenhausbetreiber, ein Aktienkonzern, will mit TTIP nach Europa. Pittsburgh. Hier ist die Krankenhauskette UPMC der größte Arbeitgeber. Umsatz- und Gewinnzahlen lesen sich beeindruckend. Die große Krebsklinik. Sie wirkt nobel, etwas menschenleer. Die Behandlung hier ist teuer. Nur wenige können sie sich leisten. Und der stellvertretende Geschäftsführer kommt auch gleich zum Punkt. Warum wollen Sie nach Europa? Für unser Unternehmen ist es überlebenswichtig, weltweit präsent zu sein. Wir können in den USA wegen der Gesundheitsreform nicht mehr genügend verdienen. Also müssen wir jetzt nach Übersee. Sonst können wir unser Geschäftsmodell nicht mehr aufrechterhalten. Wir staunen über den großen Operationsroboter hier. Mit ihm werden teure Spezialoperationen durchgeführt, die für einen großen Teil des Umsatzes im Krankenhaus sorgen. Und wir müssen nicht mehr mit dem Patienten reden. Wir haben ein Patiententracking-System. Wenn ein Kranker bei uns reinkommt, checken wir den ins System ein. Der bekommt dann einen Chip um den Hals. Und wir können an der Überblickstafel immer sehen, wo der gerade ist. Drinnen, draußen. Fühlen sich die Leute denn gut, wenn die mit diesem Chip durch die Gegend laufen? Ich würde mich wie eine Dose Tomaten fühlen, wenn der Chef vom Supermarkt sie sucht. Nein, gar nicht. Aber das System führt zu effizienteren Abläufen und im Endeffekt zu weniger Wartezeiten. Und damit sparen Sie Personal, oder? Ja. Entschuldigung? Wir sparen Personal ein, ja. Das sieht man in Pittsburgh. Viel Hightech, wenig Krankenschwestern, eine Einrichtung für Leute mit Geld. Wie aber sieht es mit der Grundversorgung aus? Mit der Medizin für alle? Ihre Kette wurde schwer kritisiert dafür, dass Sie das Allgemeinkrankenhaus in Braddock geschlossen haben. Was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, was nützt Ihnen die beste Gesundheitsversorgung, wenn Sie Geld verlieren? Braddock. Wer in den Vorort von Pittsburgh fährt, bekommt das ganze Bild zu sehen. Im alten Stahlarbeiterviertel fehlt jetzt das Allgemeinkrankenhaus. Wo früher die Notaufnahme stand, sind die Bagger angerückt. Die Krankenhauskette hat alle Gebäude abreißen lassen und den Grund an eine Immobilienfirma weiterverkauft. Das war rentabler. Mehr teure Spezialmedizin für Begüterte, weniger Krankenhäuser für alle. Diesen Schritt ist man in Pittsburgh konsequent gegangen. Wir treffen den Gewerkschaftschef.
Würden Sie sagen, dass das ein Modell ist, das man nach Europa exportieren sollte mit einem Freihandelsabkommen? Wir haben hier Millionen, die durch das Raster fallen, weil sie sich die teure Gesundheitsversorgung nicht leisten können. Wenn Sie in Deutschland höhere Kosten haben wollen, weniger Qualität und weniger Zugang zur Gesundheitsversorgung, dann denke ich, ist das amerikanische Modell super. Wenn Sie der Meinung sind, bei Krankenhäusern gehe es um Menschen und nicht um Profit, dann importieren Sie dieses Modell lieber nicht. Bei UPMC werden laut einer Studie der Gewerkschaften manche Krankenschwestern so schlecht bezahlt, dass sie Anspruch auf staatliche Fürsorgeprogramme haben. Und die wenigen Pfleger und Schwestern müssen immer länger arbeiten. Dieses Renditemodell kann man allerdings schlecht nach Deutschland importieren. Bei uns gibt es schließlich Mindestlohn und Arbeitszeitgesetz. Denken wir zumindest, bis wir ein neues Verhandlungsdokument gesendet bekommen. Man muss wissen, in den meisten Handelsabkommen gibt es die sogenannte Arbeitsschutzklausel. Das heißt, ausländische Anbieter müssen in Deutschland nach deutschem Recht mit Mindestlohn und Arbeitsschutz arbeiten. Wie üblich ist diese Regel in einer Fußnote versteckt. Aber im neuen Dokument zum Freihandelsabkommen ist diese Passage einfach gestrichen worden. Es sieht so aus, als dürften in Zukunft ausländische Anbieter ihre eigenen Regeln mitbringen. Wir fragen beim Bundeswirtschaftsminister nach. Bei dem Arbeitsrecht gilt natürlich die nationale Norm, die kann auch nicht ausgehebelt werden. Es gibt in Deutschland nicht einen Mindestlohn für Deutsche, sondern für jeden, der hier arbeitet. Und Mitbestimmung gilt für jedes Unternehmen, das nach deutschem Recht hier arbeitet. Verstehe, Herr Gabriel. Aber wie gesagt, in der Offerte der EU an die Amerikaner ist eine entsprechende Passage ist rausgestrichen worden. Nach dem jetzigen Verhandlungsstand würden US-amerikanische Arbeitnehmer nach amerikanischem Recht behandelt werden. Nein, nochmal. Mir ist völlig. Ja, das Verhandlungsergebnis ändert doch nicht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ja, was immer da drin steht, es ändert nichts daran, dass nationales Recht dadurch ja nicht gebrochen werden kann. Herr Gabriel hat natürlich recht, wenn er sagt, ein Freihandelsabkommen kann nationales und europäisches Recht nicht brechen. Formal ist das vollkommen richtig. Die Frage, die sich aber stellt, ist, ich mache ein Freihandelsabkommen, da verpflichte ich mich zu etwas. Und wenn mein nationales Recht dem entgegensteht, dann verhalte ich mich Freihandelsabkommen widrig, völkerrechtswidrig. Und dann kann ein internationales Schiedsgericht auch zu mir sagen, du musst deine Gesetze ändern. Das passiert in der WTO zum Beispiel jeden Tag. Die Streichung der Arbeitsschutzklausel ist problematisch, hochproblematisch. Wenn tatsächlich das TTIP ohne eine entsprechende Klausel zustande käme, dann hätte ich große Bedenken, beziehungsweise ich würde mich fragen, warum wird hier von einem Standard, den es in vielen fast allen Freihandelsabkommen gibt, warum wird von dem Standard abgewichen? Tage nach dem Interview mit dem Bundeswirtschaftsminister erhalten wir eine Mail. Der Pressesprecher teilt uns mit, die wichtige Klausel sei weiterhin Teil der Verträge. Wir bitten darum, uns das Dokument zu senden, bekommen aber zur Antwort, dieser Text sei geheim und nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Dieses Dokument der Kommission ist aber nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Und so landen wir am Ende unserer Recherche irgendwie wieder dort, wo wir begonnen haben, bei den Geheimverhandlungen. Es gäbe Klarheit für Minister, Abgeordnete und Bürger, wenn alle Einblick in die Unterlagen bekommen würden, die wir uns mühevoll besorgen mussten. Aber nun hat die Kommission ja einen Vorschlag. Ihre Version einer großen Transparenzoffensive. Eben diesen kleinen Leseraum. Wir dürfen in sogenannte Leseräume einziehen, als Abgeordnete, als ausgewählter Abgeordneter des Internationalen Handelsausschusses und sollen dann Dokumente, die sogenannten konsolidierten Textfassungen, uns angucken, ohne Notizen machen zu dürfen. Also nicht mal Pens dürfen wir mitnehmen, wie uns mitgeteilt wurde. Und dann muss man sich 150, 200 Seiten durchforstend vielleicht den wesentlichen Inhalt so merken, dass man auch Kollegen, noch, Assistenten, Mitarbeitern der Sekretariate Rede und Antwort stehen kann, weil die müssen ja auch mit dem Text arbeiten. Das heißt, es geht gar nicht. Die Kommission aber lässt sich nicht beirren. Schon Ende 2014 will man die Verhandlungen abschließen. Dann könne ja jeder den Vertragstext einsehen. Ändern lässt er sich dann allerdings nicht mehr.